Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei M&H Creators. Wenn ihr kleinere Livestreamer schaut, beziehungsweise neue Livestreamer, dann habt ihr vermutlich schon mal gesehen, was das Problem ist, beziehungsweise habt ihr vielleicht selber das Problem. Also ihr wollt mit einer anderen Person streamen und ich bin jetzt einmal diese Person hier, die normal dick eingeblendet wird und die Person da drüben, die habe ich einmal dicker eingeblendet, damit man hier den Unterschied erkennt. Also, angenommen, ihr wollt jetzt mit einer anderen Person zusammen streamen, dann ist das Ganze einfach so, ihr würdet hier jetzt beide das gleiche Fenster öffnen, ihr würdet beide hier einmal Safari öffnen und ich habe jetzt hier einfach mal ein Testvideo offen und ihr seht, schon mal das erste Problem, dieses Video wird jetzt hier vom Streamer eingeblendet und wenn ihr jetzt das Video starten wollt, also beide, dann müsst ihr erstmal euch absprechen. 3, 2, 1 und Start. Und wenn ihr dann kurz reden wollt dazwischen, dann müsst ihr das Video wieder stoppen. 3, 2, 1 und Stopp. Und das Ganze funktioniert nicht, denn ihr werdet es niemals schaffen, das Video hundertprozentig synchron zu starten und zu stoppen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht und das wird nicht funktionieren. Und das Ganze ist aber ziemlich einfach zum Lösen. Und ihr könnt das Ganze nämlich einfach 100% delayfrei oder fast 100% delayfrei, ganz delayfrei geht es nicht. Aber ihr könnt das Ganze fast komplett delayfrei an den anderen schicken. Das heißt, der Streamer kann das Video starten und der andere kann das Video einfach mit anschauen. Also der Streamer stoppt das Video und beim Gast im Video stoppt das einfach auch. Das ist einfach viel einfacher und viel sinnvoller, denn es ist einfach nicht schön als Zuschauer immer diese ständigen Absprachen 3, 2, 1, Start und so weiter zu hören. Das funktioniert viel besser, wenn ihr eben das so macht, wie ich es euch gleich erkläre, beziehungsweise wenn ihr diesen Weg anwendet. Und wie das funktioniert, das erkläre ich euch gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen zurück. Und das Erste, was ihr einmal verstehen müsst, ist, dass das hier der Computer jetzt des Gastes im Stream sein soll und das der Computer des Streamers. Also, das Erste, was ihr machen müsst, ist einmal, ich schließe ganz kurz OBS. Das wäre jetzt auf dem Computer des Streamers genauso offen, aber ich mache das jetzt einfach mal aus hier. Und dann klicke ich hier einfach auf Safari und suche nach OBS Ninja. Und dann klicke ich hier einmal auf diesen Button hier und gehe dann hier auf Create Invitation Link. Und dann muss ich einmal eine Sache machen, und zwar muss ich beide diese Links hier oben, sowohl den ganz oben als auch den ganz unten, in einem neuen Tab öffnen. Und dann gehe ich, sobald ich den unteren Link hier geöffnet habe, kommt hier so eine Erlauben-Dings-Frage. Und da seht ihr dann einfach nur grau. Diese Webseite hier, wo ihr nur grau seht, die müsstet ihr einmal teilen. Und zwar mache ich das jetzt per AirDrop, da muss ich einmal ganz kurz wegfilmen. Und das schicke ich jetzt an diesen Computer, eben den Computer desjenigen, der eben in meinem Stream Gast sein soll, beziehungsweise mit mir auf Videos reagieren möchte, aber nicht im gleichen Raum ist. Also, hier gehe ich dann auch einfach auf Annehmen und dann öffnet sich das Ganze schon hier im Webbrowser und wir müssen hier auch einmal auf Erlauben klicken. Hier können wir dann noch einmal bestätigen und dann seht ihr, das Ganze dreht sich schon. Also hier seht ihr schon dieses drehende Symbol, das gleiche, was ihr hier seht. Diesen Tab könnt ihr dann hier einmal im Computer des Streamers, ich glaube die Kamera ist gerade zu hell, aber egal, einmal schließen, genau. Und ihr geht einfach auf diesen Link, wo ihr eben das hier seht. Und da gehen wir einfach auf Share Your Screen. Und hier müssen wir einmal ganz kurz ein paar Sachen wählen, und zwar einmal unser Audio. Da bleibt ihr hier bitte bei Default und Screen Audio, das passt, perfekt. Und hier unten bei Test müsstet ihr einmal schauen, dass ihr was hört. Genau, da hört man diesen Testsound eben, dann passt das. Und die Qualität, die würde ich hier nicht auf High Definition stellen, sondern entweder auf 720 oder wenn es euch wirklich nicht wichtig ist, was für eine Qualität euer Gast hier am Ende sieht. Das ist eigentlich auch nicht wirklich wichtig, weil eure Zuschauer sehen natürlich immer noch die gleiche Qualität. Aber falls das vor euer Internet schafft, dann macht 720p. Falls es euer Internet nicht schafft, dann macht 360p. Geht ihr auf jeden Fall nicht auf 1080, das ist zu viel, dann hat das Delay und das ist absolut nicht schön. Deswegen gehen wir hier auch mal auf 720 und dann gehen wir einmal auf den Bildschirmteilen-Button und dann klicken wir einmal auf Erlauben und dann seht ihr schon, dass ihr hier drüben das seht, was ihr hier seht. Und ich kann das Ganze euch einmal zeigen. Ich schiebe einmal das Fenster hier rum und ihr seht, das ist einfach 100% synchron. Das ist so synchron, man merkt nicht mal, was hier früher ist. Also wenn ich das jetzt einmal in Full Size öffnen würde, dann sieht man das hier. Man sieht nicht mal, was früher ist. Also es ist wirklich so synchron, es ist übertrieben synchron. Also synchroner geht es fast gar nicht. Was hier drin angezeigt wird, ist jetzt nicht so übertrieben synchron, warum auch immer. Das könntet ihr jetzt hier auf einen anderen Bildschirm ziehen natürlich und dann ein zweites Safari-Fenster anfordern. Beziehungsweise könntet ihr hier auch einfach wieder
rübergehen zu YouTube und dann hier eben ein YouTube-Video starten. Ich gehe mal auf das Video hier und dann seht ihr hier. Has your iPhone ever dropped to 1% and then stayed there without turning off for a suspiciously long time? Genau, und da seht ihr dann, genau gleichzeitig kann man hier die Videos starten. Ich versuche das jetzt mal. Seht ihr das? Genau gleichzeitig wird das hier an den Computer gesendet von diesem Computer. Damit könnte jetzt der Streamer also sein Bildschirmbild in OBS einbauen. Ich wechsle jetzt ganz kurz mal mein OBS auf einen anderen Monitor. So, also der Sinn dahinter ist jetzt einfach, dass der Streamer das Video starten kann, das YouTube-Video, auf das ihr reagieren wollt, und der andere sieht das Video exakt gleichzeitig und kann zusammen mit dem Streamer, also als Gast, auf das Video reagieren. Der Streamer hat natürlich weiterhin die volle Qualität, egal was für eine Qualität ihr für das Teilen ausgewählt habt, deswegen braucht ihr da auch nicht so eine hohe Qualität anstellen, achtet da lieber darauf, dass das Ganze delayfrei ist. Ich hoffe, das hat bei euch jetzt funktioniert, das Ganze war ein bisschen kompliziert zu machen und auch ein bisschen kompliziert dieses Video hier aufzunehmen, glaubt mir, das ist nicht ganz einfach zum Erklären. Und ich hoffe, das hat für euch funktioniert. Falls es nicht funktioniert hat, schreibt gerne einen Kommentar. Falls es funktioniert hat, schreibt auch gerne einen Kommentar und lasst vor allem diesem Video ein Like da. Und falls es bei euch jetzt nicht geklappt hat und ihr richtig wütend seid, dann lasst gerne gleich 2 Dislikes da oder lasst gleich 4 Dislikes da, wenn ihr euren Wut richtig zum Ausdruck bringen wollt. Ansonsten könnt ihr noch gerne diesen Kanal abonnieren und schaut gerne nochmal bei diesen 2 Kanälen hier vorbei. Hier geht es zu dem YouTube-Kanal Tech Together, richtig cooler YouTube-Kanal, da geht es auch um Technik. Oder zu diesem YouTube-Kanal hier, das ist der Kanal der Tech Brothers, da geht es auch um Technik. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, lasst ein Abo da. Und ansonsten könnt ihr noch gerne hier auf unser letztes Video klicken oder hier nochmal unseren Kanal abonnieren. Ansonsten war es das schon mit diesem Video. Bis dahin und tschüss.